Nirgendwo ist die Stimmung respektive die Lage der Industrie so schlecht wie in Deutschland, laut den Einkaufsmanager-Indizes von S&P Global. Und jetzt ist ein bisschen Hoffnung vielleicht wieder da, weil China ja diese Stimulusbombe gezündet hat, unfassbar viel jetzt versucht, um diese doch sehr schwierige Lage der chinesischen Wirtschaft ein bisschen zu verbessern. Und das könnte auch Deutschland helfen. Da ist man ja durchaus auch mit abhängig von der Lage in China. Aber wird das wirklich gelingen oder haben wir hier schlichtweg das Problem, dass wir hier unser grünes Wirtschaftswunder auf eine ganz besondere Weise erleben? Denn schauen wir uns mal die 1950er Jahre an, als das Wirtschaftswunder begann. Ludwig Erhard hat damals dereguliert, hat die Wirtschaft befreit, er hat Maßnahmen ergriffen, die letztendlich die Initiative der Menschen, die Kreativität der Menschen gefördert hat. Das hat zu dem deutschen Wirtschaftswunder geführt. Das konnte in Deutschland gelingen, weil hier durch den Zweiten Weltkrieg und die Zerstörungen eben man praktisch in Anführungszeichen von Null anfangen konnte, während in England, in Frankreich überall die alten Strukturen überlebt haben. Deshalb kam Deutschland dann viel besser aus den Startlöchern und ist der heimliche Gewinner des Zweiten Weltkrieges, könnte man sagen. Aber jetzt tun wir das Gegenteil. Man setzte seitens der Regierung auf einen starken Staat, der letztendlich die Wirtschaft lenkt, der sagt, das wollen wir. Guckt zu, wie ihr das umsetzt, was wir wollen, und das funktioniert nicht, weil das, was die Regierung will, geht am Markt vorbei, wie wir jetzt offenkundig sehen. Und jetzt ist die Frage, ob uns China sozusagen aus dem Sumpf ziehen kann, an den Haaren aus dem Sumpf ziehen kann. Das wird wahrscheinlich so gelingen wie bei mir. Da kann man vielleicht ins Leere greifen. Schauen wir uns die Dinge mal an. Ich hatte es vorhin angesprochen. Manufacturing PMI nirgends so, wo so schlecht in der Welt wie in Deutschland. 40,3 mit Abstand das Schlusslicht in der Welt. Indien führt. Dort ist also die Stimmung mit am besten. Und all das jetzt in einer Situation, wo wahrscheinlich die schmerzhaften Dinge erst kommen. Zum Beispiel Werksschließungen von VW. Zum Beispiel die Entlassungen wohl von 30.000 Menschen, wie es derzeit ja heißt. Das alles mit einer Kettenreaktion dann wahrscheinlich bei den Zulieferbetrieben. Wir dürften also dann einen massiven, doch durchaus spürbaren Anstieg der Arbeitslosenzahlen sehen. Und jetzt kommt die Gefahr noch aus den USA. Donald sagt, pass auf, ich will, ihr, dass ihr deutschen Autobauer zu amerikanischen werdet. Denn ich werde ihnen die niedrigsten Steuern, die niedrigsten Energiekosten, die geringste Regulierungslast und den freien Zugang zum besten und größten Markt der Welt bieten, aber nur, wenn sie ihre Produkte hier herstellen. Also sozusagen ein unmoralisches Angebot kommt in die USA. Und dieses Angebot ist in der Tat ja so verlockend, weil eben hier die Energiekosten so hoch ist, weil hier die Regularien so hoch sind, weil hier die Steuern so hoch sind und so weiter und so fort. Also genau das Gegenteil dessen, da ist, was Saturnet hier verspricht. Wenn das passiert oder die Firmen noch verstärkter als ohnehin ihre Investitionen ins Ausland verlagern, dann wird es hier auch nicht besser. Und das zeigt sich frisch reingekommen in die Daten zur Exporterwartungen, die von IFO erhoben werden. Die Stimmung in der deutschen Exportindustrie ist im Sinkflug. Es wird also nicht besser. Und irgendwas muss sich hier vielleicht ändern. Erlebe dein grünes Wirtschaftswunder. Hier sehen wir dann auch den IFO, der ja jetzt, gestern war es glaube ich, veröffentlichte, wurde auch ziemlich katastrophale Zahl, 5. Rückgang in Folge. Und dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass uns der gute Robert Habeck gesagt hat, wenn Deutschland eine Aktie wäre, ich würde sie kaufen. Unser Kurs steigt. Naja, der DAX ist vielleicht gestiegen, aber nicht der Kurs der deutschen Wirtschaft. Warum der DAX gestiegen ist, dazu gleich mehr jetzt. Das sehen wir halt auch eben das Problem, dass wir Leute haben, die Gehör finden, wie ein Marcello Fracciarino, der sagt, es ist doch gut, wenn die energieintensive Energie in Deutschland abwandert, verkennend, dass sozusagen diese energieintensive Industrie im Ausland dann wahrscheinlich viel schmutziger produzieren würde, als sie es in Deutschland tut. In den USA ist jetzt Josh Shapiro, der Gouverneur von Pennsylvania, hat jetzt einen Brief geschrieben, wo er nochmal ganz klar sagt, wir werden hier Three Mile Island wieder an den Start bringen, und er sieht das als clean
Clean Energy. Und das ist eben der Punkt, der uns hier unterscheidet. Hier wurde aus ideologischen Gründen eine Energiequelle abgeschaltet, bevor man eigentlich ein Konzept hatte, wie das Ganze funktionieren soll. Aber solche Leute wie Marcel Fratscher werden in Talkshows eingeladen. Solche Ökokommunisten wie Ulrike Herrmann, die uns im Grunde in eine Kriegswirtschaft versetzen will, in eine Klimakriegswirtschaft, werden in Talkshows eingeladen. Leute, die sich auskennen im Energiebereich, wie Fritz Fahrenholt, werden nicht eingeladen. Und dann hast du natürlich eine gewisse Verwirrung der Sinne. Vielleicht endet manches bald. Hier Bericht aus der Bild-Zeitung heute, dass die Parteispitze einen Exit-Plan entwirft und gleichzeitig eben dann die Pensionsansprüche berücksichtigt. Man denkt ja an das Volk, nicht wahr? Und erst an zweiter Linie an sich. Aber das könnte bedeuten, dass man dann den Stecker zieht zwischen 14. und spätestens 28. November. Denn wenn man sich nicht hier auf einen neuen Haushalt einigen kann, dann würde das Neuwahlen erzwingen. Aber gleichzeitig wäre dann eben die Pensionsansprüche einiger Herrschaften wären dann gesichert, so zumindest die neueste Meldung. Gesichert ist das, was auf SAP zukommt, nämlich Unangenehmes. Wir hatten ja gesehen, der deutsche Aktienleitindex auf Allzeithoch, auch wenn die deutsche Wirtschaft alles andere als auf Allzeithoch ist. Aber es sind solche Aktien wie SAP, die alleine 35% etwa an dieser Performance hat erzielen können oder praktisch den DAX auf diese Höhen gehievt hat. Jetzt aber laufen Untersuchungen gegen die SAP sowie den Produktwiederverkäufer Carashofter Technology, weil die offenkundige Preisabsprachen gemacht hatten zu Ungunsten des amerikanischen Staates. Da hat man überhöhte Preise verlangt, so der Vorwurf. Und das ist ein bisschen unschön, denn Schadensersatzklagen in den USA gegen sich ist eine sehr unangenehme Geschichte, die extrem teuer werden kann. Wir wissen, dass da das Rechtssystem ja so ein bisschen teilweise aus dem Ruder gelaufen ist, gerade was diese Schadensersatzdinge betrifft. Kommen wir jetzt mal nach China, also diejenigen, die uns aus dem Sumpf ziehen sollen. Albert Edwards verweist darauf, dass das Problem möglicherweise durch diesen Stimulus nicht gelöst wird. Und er verweist auf diese Grafik hier, die zeigt, dass obwohl die Kredite in den letzten Monaten schon günstiger geworden sind, die Nachfrage weiter nachgelassen hat nach diesen Krediten. Warum? Weil die Chinesen in einer Deflationsspirale sind, wo ihr Hauptasset, nämlich die Immobilien, weniger wert werden, was wiederum für die Chinesen bedeutet, dass sie ärmer werden. Wer ärmer wird, der konsumiert weniger, also wird es wahrscheinlich nicht viel helfen, wenn du das Geld billiger machst, indem du die Zinsen senkst, weil sozusagen die Leute erstmal versuchen, sich irgendwie zu enthebeln, die Dinge wieder in den Griff zu kriegen. Da ist der Appetit auf neue Kredite relativ gering, selbst wenn diese Kredite etwas günstiger geworden sind. Das könnte das große Problem sein, das wir hier sehen. Und hier sehen wir mal die neuen Hauspreise. Die gehen von Monat zu Monat weiter zurück, jetzt im August weit über 5% gefallen, in Städten wie Shenzhen minus 8,2%. Wir sehen Shanghai minus 4,6%. Also das ist das eigentliche Problem. Hier sehen wir auch die 70 Städte mit den Secondhand, also praktisch mit gebrauchten Häusern, mit Bestandsimmobilien, auch praktisch im freien Fall. Und solange das der Fall ist, wird das alles wahrscheinlich nicht nutzen. Wenn also sozusagen es nicht gelingt, mit diesen Maßnahmen auch den Immobilienmarkt wieder nach oben zu kriegen, und das versucht die Regierung ja, indem sie Anzahlungen für Kredite verringert, indem sie eben die Hypothekenzinsen senkt, dann wird das alles nichts werden. Hier sehen wir, dass in China da Kurse steigen wieder. Also wir sehen die nächste Rallye nach der Rallye zuvor, weil ja faktisch die Notenbank bereit ist, den Leuten Kredit zu geben oder Institutionen Kredit zu geben, damit die chinesische Aktien kaufen. Aber hier sagt eben auch ein Analyst von Morgan Stanley in China, dass die Maßnahmen wahrscheinlich nicht reichen werden, um die Deflation zu beenden, denn sie werden wahrscheinlich nicht den Konsum stimulieren, wirklich. Das ist genau das, was ich versuchte vorhin auszuführen. Wenn du Geld billiger machst,
dann wird jemand nicht automatisch einen Kredit nehmen, wenn du keine Lust auf Eis hast, dann wirst du auch kein Eis essen, wenn das Eis 5% günstiger geworden ist. Und wir sehen ja so viele Parallelen auch in China zu Deutschland zum Beispiel. Man versucht auch in China mit Abwrackprämien hier zu agieren und den Konsum anzukurbeln. Kommt einem irgendwie bekannt vor. Und dann auch vor allem dieses Setzen von Xi Jinping auf Staatskonzerne, das ist das ursächliche Problem auch. Die falsche Weichenstellung, wenn du also ineffektive Staatskonzerne förderst, weil du eben die Kontrolle behalten willst über die Wirtschaft statt die Privatwirtschaft, dann kommst du in solche Situationen. Und hier sehen wir ja nochmal diesen Anstieg. Hier heißt es, überall werden sozusagen China-Aktien gekauft. Ich hatte gestern gezeigt, dass vor allem eben Short-Positionen sehr ausgeprägt sind. Den zweitmost crowded trade, den es gibt bei der von der Bank of America befragten Investoren. Und der JP Morgan sagte, ja, also das ist auch teilweise, mindestens teilweise ein Short-Squeeze, also dass die raus müssen aus ihren Short-Positionen. Interessant auch, dass der Yuan steigt, weil der Dollar so schwach ist. Wir sehen Yuan jetzt an der Grenze zur 7 gegenüber dem Dollar. Ein wichtiges, auch psychologisch sehr wichtiges Niveau. Der Dollar also fällt weiter wegen eben den Erwartungen, dass die Fed die Zinsen weiter senkt. Wir sehen jetzt der Dollar-Index auf dem niedrigsten Stand seit 2023. Und Peter Schiff sagt, naja, ein Grund, warum die Inflation so zurückgegangen ist in den USA, war eben der starke Dollar. Wenn du also importierst und die Amerikaner importieren ja das eine oder andere, dann ist ein starker Dollar sozusagen deflationär wirkend, oder? Wenn du einen schwachen Dollar hast, dann werden die Preise für dich teurer faktisch. Also damit steigt die Inflation wieder an. Also das ist ein interessanter Zusammenhang. Ebenso wie jetzt die Erwartung bei etwa 60% liegt, dass die Fed bei der nächsten Sitzung im November dann sogar die Zinsen wieder um 0,5% senkt, wird als aktuell deutlich wahrscheinlicher eingepreist, als dass es unwahrscheinlich sei. Und dennoch haben wir gesehen, dass die Kapitalmarktzinsen steigen, also die Anleiherenditen, hier die 10-jährige Anleiherendite, ausgebrochen eigentlich aus diesem Abwärtstrend. Dann aber kam gestern das Verbrauchervertrauen Conference Board sehr, sehr schwach, wieder der Rücksetzer der 10-jährigen Anleiherendite. Aber die Überlegung ist eben vieler Leute, naja, ihr geht jetzt all in mit Zinssenkungen und so weiter und früher oder später führt das wieder zur Inflation. Deswegen wollen wir, wenn wir US-Staatsschulden kaufen, einen höheren Ausgleich dafür haben. Und hier nochmal diese ganze Geschichte, was wir gestern gesehen hatten mit diesem Verbrauchervertrauen Conference Board, da gibt es kann man unterteilen zwischen Frühindikatoren, Leading Economic Indicators und Lagging Economic Indicators, also Spätindikatoren. Der Arbeitsmarkt ist zum Beispiel ein Spätindikator. Und hier sehen wir, der Rückgang ist so groß, dass es bei den letzten 8 Malen, als wir das gesehen haben, jedes Mal eine Rezession gegeben hat. Gleichzeitig aber fließt so viel Geld in den Aktienmarkt wie kaum in den letzten Jahrzehnten. Drittgrößte Geldzuflüsse in US-Aktien, nachdem die Fed ja die Zinsen um 0,5% gesenkt hat, während gleichzeitig interessanterweise die Gewinnerwartungen für die Unternehmen zurückgehen, sowohl für dieses Jahr als auch für nächstes Jahr, für 2024 und 2025. Oben sehen wir jeweils den S&P 500. Und unten die Forward Price Earnings Erwartung, also das, was man erwartet, was sozusagen an Gewinnen rauskommen wird. Interessant, also diese Entkoppelung, und das sehen wir dann auch eben Price to Sales Ratio, also Marktkapitalisierung zu Umsatz. Eine schöne Bewertungsgrenze, finde ich, oder Bemessungsmaßstab. Da sehen wir, sind wir fast auf All-Time High, und hier sehen wir dann solche Schlagzeilen bei CNBC: Positive for Stocks, Fed Easing, klar, Economy no recession, okay, haben wir nicht. Inflation declining, earnings growing. Aha, da wird also viel Wachstum vorausgesetzt. Gleichzeitig sehen wir jetzt, oder stehen wir an der Schwelle zum Oktober, der normalerweise nicht so gut ist für die Aktienmärkte. Eigentlich gerade in Wahljahren ist dieser Oktober eigentlich immer sehr, sehr schwach. Diesmal ist alles anders, meine Damen und Herren, aber vielleicht auch nicht. Wir sehen hier negative Divergenzen, kommen jetzt an diesen oberen Trendkanal. Und
Ja, da sind ein paar negative Divergenzen zu verzeichnen, was den RSI betrifft. Also es könnte jetzt ein bisschen schwieriger werden, zumal eben jetzt die Aktienrückkäufe praktisch aussetzen. Ist over. Und wie wird es für SAP weitergehen? Wenn Sie wissen wollen, was da genau der Vorwurf ist gegenüber SAP, das ist ein wichtiger Faktor für den DAX. 14% Gewichtung von SAP im DAX. Die gesamten Autokonzerne VW, BMW, Mercedes oder Daimler nur 6,5%, also das ist mir als doppelt so wichtig wie alle Autokonzerne zusammen, was den DAX betrifft. Erste Empfehlung, gerne weiterempfehlen. Und die zweite Empfehlung, wir haben uns mal angeschaut, was ist denn eigentlich aus den Leuchtturmprojekten der Energiewende geworden, und haben hier mal die ganze Geschichte zusammengefasst. Das zerbröselt so ein bisschen. Das ist die zweite Empfehlung. Jetzt sage ich Servus, ciao.